So eine Kombination aus allem. Es hat diese Athletik, aber auch das Künstlerische und Kreative. Unsere Teamarbeit haben mit der Musik zusammen können wir etwas erreichen. Und das Besondere für mich am Synchronschwimmen ist die Kombination von verschiedenen Talenten. Es ist Gymnastik, man hat halt alles zusammen und es wird alles zusammen in eine Sportart gepackt. Eine ganz tolle Tradition und auch in diesem Jahr wieder ein super Highlight. Bereits zum 63. Mal fanden am Wochenende die internationalen deutschen Meisterschaften im Synchronschwimmen statt. In Schöneberg präsentierten über 100 Athletinnen aus ganz Deutschland und Polen ihre Küren. Zwei Schwimmerinnen der Extraklasse, ganz großer Sport, von den jungen Münchnerinnen und das nicht nur an diesem Wochenende. Bei 6 von 7 Wettbewerben holten sie einen Podiumsplatz. Und im nächsten Jahr können sich Boja und Reinhard einen Traum erfüllen, einen ganz großen. Dann werden sie nämlich an der Qualifikation für die Olympischen Spiele in Tokio teilnehmen. Schon ziemlich glücklich drüber, würde ich mal sagen. Vor allem jetzt, dass wir in der freien Gruppe mit unserem Team noch zusammen das rocken konnten, hätten wir nicht gedacht. Und das freut uns, glaube ich, am meisten. Neben den Münchnerinnen waren aber auch die Bochumer Synchronschwimmerinnen sehr erfolgreich. In ihrer freien Kür als Gruppe zeigten sie eine Zirkusnummer, wie sie im Buche steht. Mit ihrer akrobatischen Performance überzeugten sie nicht nur die Jury, sondern auch ganz klar das begeisterte Publikum. So entschieden die Schwimmerinnen aus Bochum auch die freie Kombination für sich. Mit ihrer Kür, die eine Hommage an alle Bollywood-Filme ist, punkten sie knapp vor den Gastgeberinnen aus Berlin. Wir sind sehr zufrieden, wir sind eine kleine Gruppe und das hätten wir halt niemals gedacht, dass wir es noch schaffen. Aber auch für unsere Berlinerinnen vom SC Wedding war es ein erfolgreiches Wochenende. Sie durften 7-mal aufs Treppchen, besonders stechen die Leistungen in der freien Kür, in der Gruppe und der freien Kombination heraus. Super, weil auch die ganzen Freunde und Familie da ist und die uns anfeuern können und generell auch die Atmosphäre uns bekannt ist. Am Ende wurde die Veranstaltung mit einer Darbietung der Nachwuchsschwimmerinnen des SC Wedding abgerundet. Die nächste Generation an Synchronschwimmerinnen steht also bereits in den Startlöchern. Mal sehen, wen wir nächstes Jahr bei dieser tollen Traditionsveranstaltung, den dann schon 64. internationalen deutschen Meisterschaften, wiedersehen. Man spürt es auf jeden Fall, dass die ganze Halle für einen da ist und das macht auf jeden Fall sehr viel aus.